Chrissy Müller freut sich auf Aventio-Dekorateurin Melli Butsch. Die beiden dekorieren und begrünen heute Chrissys Fenster. Melli! Draußen ist alles grau in grau. Melli Butsch sorgt dafür, dass sich für die Eventmanagerin wenigstens der Ausblick aus dem tristen Wohnblock ändert. Chrissy kenne ich ungefähr seit 8 Jahren. Kennengelernt habe ich sie durch eine sehr gute Freundin von mir. Und jetzt sehen wir uns ungefähr 2 bis 3 Mal im Monat, wenn ich die Zeit habe dazu. Also wenn wir uns treffen, dann ist es meistens so, wie man sich so einen typischen Frauenabend vorstellt. Wir sitzen da und ratschen. Für Frauengespräche ist heute keine Zeit. Ja, und er schaut immer noch genauso kahl aus wie das letzte Mal. Das ist aber auch gut ja, so, oder? Ich weiß, ich bin nicht so der... Dekorateur? Ja, genau. Du hast auch ein paar Pflänzchen stehen, aber ich finde die eigentlich nicht wirklich schön. Es war mal eine Erdbeere. Ja, die hat dieses Jahr leider nicht mehr geblüht. Ja, eine Orchidee, die ist wenigstens richtig abgeschnitten. Mhm. Aber ich habe dir jede Menge mitgebracht. Ja, sehr schöne Pflanzen. Um Pflanzen und Dekorationselemente vor das Fenster zu hängen, hat Melli anstatt Gardinenstangen Handtuchhalter mitgebracht. Und du begutachtest schon? Ja, was ist das? Das sind jetzt die Handtuchhalter. Und du merkst es auch schon, du hast auch schon ein bisschen rumgemacht. Ja. Man kann hier wirklich alles verstellen. Mhm. Und an die hinterste, dass wir hier Farbe an die Wand bekommen, kommt dieser orangene Vorhang hingehängt. Super, das ist echt schön. Das ist wirklich schön warm hier in deinem Zimmer. Da genau, kommt ein bisschen Farbplex rein. Und die restlichen 3 Stangen können wir dann benutzen, um Blumen dran zu hängen, dass du einen richtig lebendigen Vorhang hast. Cool. Aber die Stangen können natürlich an die Wand gebohrt. Und das darfst du jetzt machen. Ich? Ja. Hast du schon mal gebohrt? Nein, noch nie. Aber das kriegst du hin. Ja, da bin ich auch. Soll ich dir die Leiter ein bisschen halten? Ja, das wäre nett. Okay. Gerade ansetzen? Richtig schön gerade ansetzen und langsam Gas geben. Auch wenn es für Chrissy das erste Mal ist, die Bohrmaschine bedient sie wie ein Profi. Je nach Bedarf kann Chrissy die Handtuchhalter einfach zur Seite klappen. So hängen ihr später die Blumen beim Lüften nicht im Weg. Damit etwas Farbe ins Spiel kommt, hat Melli Stoffbahnen besorgt. Jetzt geht's weiter mit den Vorhängen, und zwar in Orange. Und das ist Filz und das ist wasserabweisender als normale Baumwollstoffe. Also machen wir es auch gleich rechts und links neben das Fenster. Der Filz ist sozusagen der Hintergrund, vor dem die Pflanzen später hängen. Geht beim Gießen mal etwas daneben, dann ist Chrissy mit diesem wasserabweisenden Stoff auf der trockenen Seite. So, die müssen wir gleich in Sicherheit bringen, bevor die Katze alles auffrisst. Ja. Weißt du, was das ist? Papyrus, glaube ich. Das ist richtig, genau. Wir können es natürlich jetzt wunderschön hier aufs Fensterbrett stellen. Aber es ist unpraktisch, weil dann schmeißt es die Katze runter. Genau. Und deswegen hängen wir es auf. Mit einfachem Paketband zaubert Melli aus dem Übertopf eine Blumenampel. Der Papyrus braucht nur einmal pro Woche Wasser. Das Fenster heute Morgen, schlicht und kahl. Mit Filz und Pflanzen ist der erste Farbtupfen gemacht. Weiter geht es mit einem Windspiel aus Muschelplättchen. Eigentlich hatte die 25-Jährige nie ein Faible fürs Basteln, obwohl sie sich schon immer für Dekoration interessiert hat. Ich lese auch gerne diese Magazine, wenn man dann Wohnungen anschauen kann oder auch Gärten, auch mit den ganzen Deko-Elementen. Das gefällt mir sehr gut. Nur habe ich leider, wie gesagt, nicht diese kreative Ader, um das dann auch umzusetzen. Also da brauche ich dann schon jemanden so wie die Melli. Schön geworden. Finde ich auch. Jetzt muss eigentlich nur noch die Sonne scheinen. Der rollbare Tisch ist für das Frühstück im Bett gedacht. Doch Melli funktioniert ihn zu einer Blumenbank um. So, jetzt geht's los. Weißt du, was das ist? Eine Orchidee? Ja. Oh, schön, die habe ich mir schon immer gewünscht. Und das ist vor allem ein riesengroßes Prachtexemplar. Nicht so mickrig wie meine alte. Nee, vor allem die blüht jetzt auch noch. Ja. Stellen wir jetzt auch hier schön hin. Auf die Bank kommen jede Menge asiatische Pflanzen. Also viele Menschen haben ja wirklich Angst vor exotischen Pflanzen. Vor allem, weil man nicht weiß, kann ich das überhaupt bei mir im Zimmer halten? Aber es ist überhaupt kein Problem, weil hier ist es wirklich so, in den meisten Räumen hat es ja 22 bis 24 Grad Raumtemperatur und das ist ideal. Und anders sind sie auch nicht. Man muss sie genauso gießen wie die deutschen Zimmerpflanzen. Und außerdem schauen sie aber viel exotischer aus.
Oh, ich stehe ja total auf Glitzer, alles was glitzert und glimmert. Ehrlich? Mhm. Super, weil mit denen machen wir jetzt unsere Teelichter schöner. Mit dickem Kupferdraht biegt Melli eine Art Schaukel für das Teelicht. Chrissy verbindet die Pailletten mit Zierdraht zu einer Kette. Heute ist nicht das erste Mal, dass Melli der 25-Jährigen in Sachen Einrichtung mit Rat und Tat zur Seite steht. Ich bin hier eingezogen mit meiner Freundin und ich habe mein Zimmer eingerichtet und war eigentlich total unglücklich. Und dann kam die Melli ein, zwei Wochen später zu Besuch und ich habe sie eigentlich nur gefragt, ja, Melli, was meinst du, was können wir hier anders machen? Sie hat sich angeschaut und gemeint, ja, das stellen wir so, das Bett dahin und so. Und ja, dann haben wir es innerhalb von 10 Minuten umgestellt und ich habe es jetzt auch so gelassen, weil so gefällt es mir eigentlich sehr gut. Chrissy arbeitet als Eventmanagerin und gibt Melli immer die richtigen Ausgehtipps. Gute Freundinnen ergänzen sich halt. Draußen fängt es schon an zu dämmern. Die zwei haben ihre Dekoration fast vollbracht. Gießen sollte man ungefähr alle 2 Wochen in der kalten Jahreszeit, düngen einmal im Monat. Und wenn die Blumen etwas näher an der Heizung stehen, dann muss man natürlich öfters ran. Es grünt so grün. Vor Mellis Besuch konnte davon keine Rede sein. Lebendige Gardinen sorgen jetzt für Farbe und Frische. Oh, es war jetzt echt anstrengend, aber es hat sich wirklich gelohnt. Ja? Ja. Und ich hoffe, wenn ich das nächste Mal zu dir komme, dass die Pflanzen wirklich immer noch genauso ausschauen. Ich werde sie gießen. Ja, ist dir ja. Okay. Und ich bin mal gespannt, was deine Nachbarn sagen von gegenüber. Ich auch.